alle Kämpfer mit denen. So, ganz sauber. Und jetzt gerade raus. Marcel, die Vorbereitung auf so einen Kampf ist intensiv. Die Fahrt aus Karlsruhe ist nicht allzu weit und dann dauert es 1:05 und man ist fertig. Hast du dich ein bisschen geärgert, dass es so schnell ging, oder macht das deinen doch stolz? Ja, ein lachendes und ein tränendes Auge ist natürlich dabei. Einerseits macht es mich stolz, ist gut, ist ein Kampfrekord. Fürs Publikum ist allerdings nicht so toll und für mich selber auch nicht, weil ich hätte gerne schon ein bisschen länger geboxt. Also. Aber ist, letztendlich ist es okay so. Hattest du von Anfang an das Gefühl, dass das schnell gehen könnte heute? Also mir wurde zugetragen und auch auf dem Video habe ich gesehen, dass es ein schlagstarker Gegner ist, der also von außen eher so ein Kneipenschläger-Charakter hat und sehr gefährlich ist eigentlich. Und von daher habe ich schon gedacht, es geht ein bisschen länger als eine Runde, aber ich habe mit der Cross, mit der Rechten gut getroffen und bin letztendlich glücklich darüber, als es so gekommen ist. Und dann war es vorbei. Was steckt denn hinter dem Schottenrock? Ja, also es ist nicht nur Image, viele sprechen mich darauf an, dass das Image nur sein sollte oder ist vielleicht, aber es hat schon einen tiefen Hintergrund. Ist allerdings eine lange Geschichte. Vielleicht etwas zu lang für euren Bericht. Dann einen kurzen Anreiz auf jeden Fall. Was steckt ungefähr dahinter? Ist einfach die Charaktereigenschaft, wie ich bin, eben das große Kämpfererz, so wie die Schotten eben sind, Loyalität, Ehrgeiz und Kämpferherz eben. Das ist eigentlich das, was es eigentlich aussagen soll. Ja. Schotten trinken auch gerne mal was? Da muss ich sagen, da bin ich überhaupt kein Schotte, weil ich trinke eigentlich recht selten Alkohol. Also meine Frau muss mich immer zwingen, mal ein Glas Rotwein zum Abendessen mit zu trinken. Aber ist, denke ich, auch gut so. Mein Manager hört es gern. Dankeschön. Vielen Dank.